Können Sie mich hören da draußen? Ich sitze in der Falle, ich brauche Hilfe! Alles in Ordnung? Was ist Ihnen zugestoßen? Hören Sie zu. Dieses Ding, ich bin, ist so eine Art botanische Sicherheitsvorrichtung. Ich kann mich nicht bewegen, also müssen Sie mich rausholen, okay? Frag mal erstmal nach. Ihre Mutter arbeitet mit Saren zusammen. Auf wessen Seite stehen Sie? Was? Ich bin auf keiner Seite. Ich bin zwar Venetias Tochter, aber ich bin anders als Sie. Ich habe seit Jahren nicht mit ihr gesprochen. Holen Sie mich nur hier raus. Wie sind Sie hier gelandet? Als die Gate auftauchte, versteckte ich ihn hier drin. Können Sie das glauben? Gate hinter dem Nebel? Ich aktivierte die Abwehrvorrichtungen des Turms. Ich wusste, dass das Barrierefeld sie fernhalten würde. Aber als ich es anschaltete, muss ich etwas berührt haben, das ich nicht hätte berühren sollen. Ich war hier drinnen gefangen. Sie müssen mich rausholen, bitte. Wir finden einen Weg, Ihnen zu helfen. Es gibt hier eine Steuerung, die das Ding deaktivieren sollte. Sie müssen irgendwie hinter den Barrierevorhang kommen. Das ist der komplizierte Teil. Die Abwehrvorrichtungen können nicht von außen ausgeschaltet werden. Ich weiß nicht, wie Sie hier reinkommen. Seien Sie vorsichtig. Da war auch ein Vorganer bei der Gegend. Sie haben verschiedene Möglichkeiten ausgetestet, hinter das Barrierefeld zu kommen. Ey. Ruf mal das einfach mal. Hier, da ist dieser Code. Alles klar. Schauen wir mal. Mal die hat rausbekommen. Okay, es sind noch mehr Feinde hier unterwegs. Okay. Da zum Beispiel. Was? Das kann ich hier nicht rein. Warum lässt du? Okay. Gehen wir es weiterhin. Wolfram, wir haben Wolfram gefunden. Kampfscanner 5. Ich glaube, der ist echt praktisch. Ja, wir sind inzwischen drin noch ein Level gestiegen. Wir machen mal ein bisschen Präzisionsquer, das benutze ich auch noch relativ. Okay. Bleibe ich beim Sturmangriffstraining noch. Okay. So, die werden automatisch. Bei der Ausrüstung nehmen wir natürlich alles mit. Die besten Waffen haben wir immer schon oben stehen, glaube ich. Den Kampfscanner, nein, egal. Kampfsensor meine ich. Ich glaube, hier sind erstmal die Feinde, die sind wir jetzt erstmal alle los. Und da können wir jetzt versuchen, dort hinten das Ding erstmal wieder zu aktivieren. Thank you.
Ich liebe solche Spiele. Oh mein Gott, das kann ich mir alles nie merken. Bestimmt schon 100 Mal das gleiche falsche gedrückt. Oh, schön! Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Jetzt können wir hier unten rein. Okay, ich bin mal gespannt, was uns jetzt hier erwarten wird. Musik wird schon leicht eklig. Es sieht doch hier schon wieder nach in Deckung gehen und sowas aus. Die Seite also. Wie sind Sie hereingekommen? Ich hielt es für unmöglich, die Barriere zu durchbrechen. Wichtig ist, dass wir hier rauskommen, bevor mehr geht reinkommen. Ja, da haben Sie recht. Ich habe für den Rest meines Lebens genug von denen gesehen. Der Knopf da drüben sollte mein Kraftfeld abschalten. Haben Sie einen Tipp, wie wir hier rauskommen? Im Zentrum des Turms ist ein Aufzug. Wenigstens glaube ich, dass es ein Aufzug ist. Er sollte uns hier rausbringen. Folgen Sie mir. Ich verstehe das alles immer noch nicht. Warum hatten die Getes auf mich abgesehen? Ob Benesia was damit zu tun hatte? Saren ist auf der Suche nach der Röhre. Sie sind hier die Expertin für Proteaner. Er will offensichtlich, dass Sie ihm bei der Suche helfen. Die Röhre? Aber ich... Was zum Teufel war das? Diese Höhle war nie besonders stabil. Ihre ganze Schießerei und Sprengerei hat es nur noch schlimmer gemacht. Wir haben vielleicht 10 Minuten, bis hier alles zusammenbricht. Ich hoffe nur, dass der Druck keine Eruption verursacht. Joker, bringen Sie die Normandy in die Luft und peilen Sie mein Signal an. Jetzt! Zu Befehl, Commander. Anker gelichtet. Geschätzte Ankunftszeit 8 Minuten. Wenn ich hier sterbe, bringe ich ihn um. Na klasse. Geben Sie auf, oder auch nicht. Das wäre amüsant. Falls es Ihnen nicht aufgefallen ist, hier bricht alles zusammen. Berauschend, nicht wahr? Danke, dass Sie das Energiefeld für uns deaktiviert haben. Geben Sie jetzt den Doktor raus. Was auch immer Sie wollen, von mir bekommen Sie es nicht. Vielen Dank, aber sie bleibt bei uns. Das war keine Bitte. Saren will sie und er bekommt immer, was er will. Verschont, wenn möglich, die Asari. Wenn nicht, ist es auch egal. Okay. Ich hab das schon verstanden.
Das ging ja gerade noch mal so gut. War knapp, Commander. Noch 10 Sekunden und wir hätten in geschmolzenem Schwefel gebadet. Die Normandie ist nicht dafür ausgelegt, in explodierenden Vulkanen zu landen. Dabei könnten unsere Sensoren verglühen und unsere Hülle schmelzen. Nur so zur Info. Wir sind da draußen fast umgekommen und Ihr Pilot macht noch Scherze? Es war Joker, der uns gerettet hat. Er hat ein Recht darauf, ein paar böse Scherze zu machen. Verstehe. Scheint eine menschliche Eigenart zu sein. Tut mir leid, aber ich habe keine besonders große Erfahrung mit Ihrem Volk, Commander. Aber ich bin Ihnen sehr dankbar. Sie haben mein Leben gerettet. Nicht nur vor dem Vulkan. Diese Geld hätten mich sicher getötet oder mich zu Saren verschleppt. Was will Saren von Ihnen? Wissen Sie etwas über die Röhre? Ich weiß nur, dass sie etwas mit dem Verschwinden der Proteaner zu tun hat. Das ist mein eigentliches Spezialgebiet. Ich beschäftige mich schon seit 50 Jahren damit, was mit Ihnen passiert sein könnte. Aber wie alt sind Sie denn eigentlich? Ich gebe es nicht gerne zu, aber ich bin nur 106. Was? Ich hoffe, dass ich in diesem Alter auch so gut aussehe. Oh ja. Ein Jahrhundert erscheint einer kurzlebigen Spezies wie Ihnen wie eine lange Zeit. Aber für Asari-Maßstäbe bin ich fast noch ein Kind. Darum bekommen meine Forschungsarbeiten auch nicht die gebührende Aufmerksamkeit. Nur aufgrund meiner Jugend lehnen die Asari-Lehrmeister meine Theorien über das Schicksal der Proteaner ab. Ich habe meine eigene Theorie über das Verschwinden der Proteaner. Bei allem Respekt, Commander. Ich habe schon alle Theorien darüber gehört. Das Problem ist, Beweise für diese Theorien zu erbringen. Die Proteaner haben uns auffällig wenig hinterlassen. Es scheint fast, als ob jemand nicht will, dass das Geheimnis gelüftet wird. Als ob jemand nach dem Verschwinden der Proteaner all ihre Spuren verwischt hat. Aber ein Punkt ist am interessantesten. Meine Funde belegen, dass die Proteaner nicht die erste galaktische Zivilisation war, die verschwunden ist. Dieser Zyklus begann lange vor ihnen. Wie kommen Sie auf diese Theorie? Ich dachte, es gäbe keine Beweise. Ich arbeite seit 50 Jahren an dieser Sache. Ich habe jedes noch so kleine Bruchstück untersucht. Und langsam beginnen sich Muster abzuzeichnen. Muster, die auf die Wahrheit schließen lassen. Es ist schwer, das alles zu erklären. Ich habe keinen bestimmten Punkt, der meine Theorie stützt. Es ist mehr eine Ahnung, die sich nach 50 Jahren Forschung eingestellt hat. Aber ich weiß, dass ich richtig liege. Und früher oder später werde ich es beweisen können. Es gab andere Zivilisationen vor den Proteanern. Der Zyklus hat sich schon viele Male vorher wiederholt. Wenn die Proteaner nicht die ersten waren, wer war es dann? Ich weiß nicht. Es gibt kaum Beweise für die Existenz der Proteaner. Und noch weniger für jene, die vor ihnen da waren. Ich kann meine Theorie nicht beweisen. Aber ich weiß, dass ich recht habe. Die Galaxie basiert auf einem Zyklus der Vernichtung. Jedes Mal, wenn eine Zivilisation ihren Höhepunkt erreicht, erfährt sie ein brutales Ende. Zurück bleiben nur Ruinen. Die Proteaner eroberten von einer einzigen Welt aus die gesamte Galaxie. Aber auch sie konnten jene, die vor ihnen da waren, nicht übertreffen. Ihre größten Errungenschaften, die Massenportale und die Zitadelle, basieren auf der Technologie ihrer Vorgänger. Wie alle anderen vergessenen Zivilisationen der galaktischen Geschichte, verschwanden auch die Proteaner wieder. Und ich möchte herausfinden, warum. Sie wurden von einem bewusstseinsfähigen Maschinenvolk ausgelöscht, den Reaper. Den Reapern? Das habe ich noch nie gehört. Woher wissen Sie das? Haben Sie Beweise dafür? Auf Eden Prime gab es einen beschädigten proteanischen Sender. Er hat mir eine Vision übermittelt. Ich bemühe mich, diese Eindrücke zu deuten. Visionen? Ja, das ergibt Sinn. Die Sender wurden entworfen, um Informationen direkt an den Verstand der Empfänger zu übermitteln. Es gibt kaum noch funktionstüchtige Sender. Kein Wunder, dass die Gate Eden Prime angegriffen haben. Die Möglichkeit, einen funktionierenden Sender zu bekommen, egal wie beschädigt, ist fast jedes Risiko wert. Aber die Sender waren nur für die Kommunikation unter Proteanern programmiert. Jegliche Informationen, die sie erhalten haben, müssen sehr unstrukturiert gewesen sein. Ich bin erstaunt, dass sie überhaupt einen Sinn daraus lesen konnten. Ein weniger starker Verstand wäre bei diesem Vorgang zerstört worden. Sie müssen über einen bemerkenswert starken Willen verfügen, Commander. Das hilft uns nicht, Saren zu finden oder die Röhre. Natürlich, Sie haben recht. Meine wissenschaftliche Neugier lässt mich nicht los. Leider habe ich keine Informationen, die Ihnen auf der Suche nach Saren oder der Röhre helfen könnten.
Ich weiß nicht, warum Saren hinter ihnen her war, aber ich denke, dass es besser ist, wenn sie mit uns kommen. Danke, Commander. Saren wird mich vielleicht weitersuchen. Hier auf ihrem Schiff fühle ich mich in Sicherheit. Und vielleicht kann ihnen meine Kenntnis über die Proteaner noch weiterhelfen. Und ihre biotischen Fähigkeiten könnten uns auch im Kampf weiterhelfen. Das nehmen wir natürlich nicht hier. Schön, Sie bei uns im Team zu haben, Liara. Danke, Commander. Ich bin sehr dankbar, dass... Oh, mir ist gerade etwas schwindelig. Wann haben Sie zum letzten Mal gegessen? Oder geschlafen? Dr. Chuck, was wird Sie besser untersuchen? Wahrscheinlich nur mentale Erschöpfung. Und der Schock darüber, dass ich jetzt weiß, was mit den Proteanern geschehen ist. Aber es kann nichts schaden, wenn ich mich von einem echten Arzt untersuchen lasse. Dann kann ich die ganze Sache auch noch einmal überdenken. Sind wir fertig, Commander? Wir sprechen wieder, wenn Sie die Ärztin gesehen haben. Alle anderen, wegtreten. Die Missionsberichte sind fertig, Commander. Soll ich sie zum Rat durchstellen? Stellen Sie die Verbindung her, Joker. Ich baue den Link jetzt auf, Commander. Wir haben Ihren Bericht erhalten, Commander. Ich habe zur Kenntnis genommen, dass Dr. Zony bei Ihnen an Bord ist. Ich darf doch davon ausgehen, dass Sie entsprechende Sicherheitsmaßnahmen getroffen haben. Liara ist auf unserer Seite. Die Geth haben versucht, sie zu töten. Venesia würde es niemals zulassen, dass Saren ihre Tochter tötet. Vielleicht weiß sie nichts davon. Oder wir haben sie falsch eingeschätzt. Wir hätten auch niemals erwartet, dass sie zur Verräterin würde. Zumindest aber war die Mission ein Erfolg. Abgesehen von der vollständigen Zerstörung einer bedeutenden proteanischen Ruine. War das eigentlich wirklich notwendig, Shepard? In den Ruinen wimmelte es nur so von Geth. Wir hatten Glück, dort überhaupt lebend rauszukommen. Selbstverständlich, Commander. Die Mission hat immer Priorität. Viel Glück, Commander. Und denken Sie daran, wir alle zählen auf Sie. So, da sind wir wieder. Und ich würde sagen, wir machen jetzt ganz schnell weiter. Damit ihr euch nicht langweilt, wenn ihr den schönen Pausebildschirm euch angucken müsst. So. Ja, dann gucken wir mal, wo wir als nächstes hinfliegen. Glauben wir erstmal vielleicht mit den Crewmitgliedern ein bisschen schnattern können. Wäre vielleicht auch noch eine Idee. Das macht ja das Spiel auch ein bisschen aus. Hält hier drin. Boah. Euch kann ich nicht reden, ne? Nee. Kann ich nur mit dem blauen Punkt. So, Kaidan, was hast denn du zu sagen? Commander, haben Sie eine Minute Zeit? Ich nehme mir immer Zeit für meine Offiziere. Aber ganz unter uns, ich glaube, hier stimmt was nicht. Dieser Saren sucht nach Aufzeichnungen über eine Art galaktischer Zerstörung. Können wir keine Verstärkung beim Rat anfordern? Tut mir leid, Commander. Aber hier wird etwas auf dem Silbertablett geliefert, das ein gewisser Jemand einfach nicht erkennt. Ein gewisser Jemand. Der Rat will nicht daran glauben, dass was nicht stimmt. Ich würde es menschliche Natur nennen, aber... Versteh schon. Ich denke nur, dass eine Gruppe, die so lange zusammen ist wie der Rat, das hätte kommen sehen sollen. Ist irgendwie witzig. Endlich kommen wir hierher und dann ist die letzte Grenze bereits besiedelt. Und die Siedler scheinen nicht mal beeindruckt zu sein von der Aussicht. Oder den Gefahren. Was für ein Romantiker. Haben Sie sich schon für den Traum angemeldet, Alenko? Die Zukunft der Menschheit im Weltraum zu sichern? Ich habe als Kind viele solcher Bücher gelesen, in denen der Held ins All fliegt, um der Frau, die er liebt, seinen Wert zu beweisen. Oder, Sie wissen schon, um der Gerechtigkeit Genüge zu tun. Vielleicht war ich anfangs sogar ein Romantiker. Aber ich dachte darüber nach. Nach dem Lager Gehirnwäsche... Entschuldigung. Dem biotische Akklimatisierung und aktive Temperenztraining. Ich suche nicht nach dem Traum. Ich will nur etwas Gutes tun. Sehen, was es da draußen alles gibt. Tut mir leid, wenn ich zu informell geworden bin. Das Protokoll wurde beim BAAT oft genug vernachlässigt. Erzählen Sie mir davon. Biotische Akklimatisierung und aktive Temperenz schaffte es nicht bis zur Schleuse. Für die Kids, die sie dorthin zerrten, war es das Lager Gehirnwäsche. Tut mir leid. Zerren trifft es ja auch nicht. Wir wurden ermutigt, uns einer Einschätzung unserer Fähigkeiten zu unterziehen, damit ein Verständnis für Biotiken erlangt werden konnte.
Es gibt schlimmere Ergebnisse von versehentlichem Ausgesetztsein von E-Zero im Mutterleib. Schlägt sogar die Hirntumore, mit denen einige der Kids aufgewachsen sind. Hallo MD, schön, dass du da bist. Ja, wie geplant, ne? Ich bin mit ein bisschen Verspätung sind wir gestartet, weil ein Update mich geärgert hat. Aber ja, wir sind jetzt mittendrin. Wir waren jetzt schon auf, was war das? Terum, glaube ich. Bei der Ausgrabungsstätte und haben ein weiteres Teammitglied jetzt hinzubekommen, und zwar die Liara. Du hast gar keine Nachricht von Twitch erhalten. Oh, diese Schweine. Ist es fraglich, wie sie dem ausgesetzt wurden? Meine Mutter war den Strahlen eines Transportunfalls ausgesetzt. Das war noch bevor es menschliche Biotika gab. Kurze Zeit nach der Entdeckung der Marsruinen. Es wird nur um 63 etwas ungewiss, als Kinetics die Subjekte der ersten Generation ausgingen. Bis dahin hatten sie sich auf Unfälle verlassen. Eine Handvoll Männer in Anzügen stand nach der Schule vor der Tür. Und dann war man schon auf Jump Zero. Was ist denn Jump Zero? Jump Zero ist die Raumstation Gagarin, nicht wahr? Wie ist sie so? Ja, das ist der offizielle Name. Die größte und entlegenste Einrichtung, die wir jahrzehntelang hatten, direkt am äußersten Ende des Sonnensystems. Genau dort haben sie die ganzen fruchtlosen ULG-Forschungen betrieben, bevor wir begannen, Masseneffektfelder zu benutzen. Es war eine sterile Forschungsstation, als ich dort war. Ah, das ist natürlich krass. Das hatten die in unserem Sonnensystem noch. Also da irgendwo hinterm Neptun wahrscheinlich diese Gagarin als Raumstation, haben da Überlichtgeschwindigkeit getestet. Okay, und dann wurden irgendwann die Masseportale gefunden. Alles klar. Es saßen noch andere Kinder im selben Boot, oder? Zumindest waren sie da draußen nicht allein. Das ist wahr. Es gab da einen kleinen Kreis, der sich jeden Abend traf, bevor wir ins Bett mussten. Aber wir hatten nicht viel zu tun. Damals war es nur eine Forschungsplattform und Kinetics ließ Jump Zero nicht ins Extranet. Es sollte nichts nach draußen dringen. Wenn ich das jetzt... Und Sie wissen sicher von absichtlichem Aussetzen? Das weiß niemand. Heißt nicht, dass es nicht passiert ist. So groß wie die Aussetzungen waren, war es schwierig, Unfälle nachzuverfolgen. Damals war es anders. Niemand kannte das Potenzial, weshalb es auch nicht viele Vorschriften gab. Alles, was Kinetics anfasste, wurde zu Gold. Ich sage nicht, dass sie absichtlich Antriebe über unseren Außenposten explodieren ließen. Aber im Nachhinein waren sie immer verdammt schnell auf dem Plan. Jump Zero ist weit weg von der Heimat. Wie war das so? Der große Zugang zur Menschheit sieht auf Videos um Längen besser aus. Ist ja auch egal. Das hier sollte eine schnelle Nachbesprechung sein und kein angeregtes Gespräch über Sachen, die Jahre zurückliegen. Wir müssen im Kampf einander vertrauen. Ich würde gern wissen, was für eine Art von Mann ich in meinem Rücken habe. Verstehe, Ma'am. Ich werde Sie nicht enttäuschen. Werden Sie mit jedem so persönlich? Nein, tue ich nicht. Wir reden später nochmal. Ich brauche etwas Zeit, das zu verarbeiten, Commander. Aber ja, das würde mir gefallen. Habe ich jetzt mit dem geflirtet? Ich wollte nicht mit dem flirten. Habe ich jetzt wirklich mit dem geflirtet? Okay, dann machen wir mal hier weg, bevor es halt noch peinlicher wird. Und gucken uns hier noch andere schöne Zimmer an. Personalhandbuch. Sehr cool, haben wir uns jetzt angeguckt, ein paar Erfahrungspunkte noch gesammelt. Unser Fach. Ah, sehr cool. Hier haben wir noch ein Sturmgewehr gefunden. Oh, sogar die Avenger Nummer 4. Nicht schlecht. Nicht reduzieren. Wir gucken, das würde ich gleich mal ausrüsten. Sehr cool. Die ist noch besser. Ja, nehmen wir. Nehmen wir. Wir haben immer noch chemisch plus 1. Wir sollten vielleicht mal synthetische Ziele. Das ist natürlich Waffenwirkung. Hammermunition, auch Quetschprojektile genannt, verflacht sich beim Aufprall, wodurch die physikalische Kraft erhöht wird. Das Ziel einwirkt. Okay. Das klingt auch nicht schlecht. Lieber 30% Schaden gegen synthetische Ziele. Bildumgehung ab. Mein Ohr juckt. Waffenwirkung.
Ich nehme mal das. Klingt eigentlich ganz cool. Ist das, glaube ich, alles ziemlich... Wir haben hier immer noch die 1. Vielleicht hätte ich das mal vielleicht. Okay. Was sonst noch? Aus. Ansonsten, der Rest sollte eigentlich so stimmen. Brauchen vielleicht irgendwann mal eine bessere Rüstung. Wie viel haben wir jetzt? 32.000. Ist schon mal gar nicht so schlecht. Immer mal zwischendrin schnell speichern. Das haben wir beim letzten Spiel ja gemerkt. So, jetzt haben wir Dr. Chuck. Was hast du noch für uns was? Oder Sie? Ja, bitte, Commander. Was kann ich für Sie tun? Wie sind Sie an Bord eines Schiffes der Allianz geraten? Ich wollte reisen und... Aber die haben Sie schon einmal an Ihrer Entschuldigung? Nein, das hatten aber wir die alle Arbeit schon. Mit Soldaten ist etwas Besonderes. Ich muss jetzt gehen. Auf Wiedersehen, Commander. Ah, jetzt haben wir Liara hier sitzen. Wollen Sie sich erkundigen, wie es mir geht, Commander? Sie sehen schon viel besser aus. Wie geht es Ihnen? Dr. Chakwas hat mir versichert, dass alles in Ordnung ist. Ich war beeindruckt, dass sie so viel über die Physiologie der Asari weiß. Sie sind in guten Händen. Dr. Chakwas weiß, was sie tut. Ich habe Ihnen nie richtig gedankt, dass Sie mich vor den Geht gerettet haben, Commander. Wenn Sie nicht gekommen wären... Ich bin nur froh, dass wir rechtzeitig gekommen sind. Das bin ich auch. Ich weiß, dass Sie ein Risiko eingingen, indem Sie mich an Bord dieses Schiffes brachten. Mir ist nicht entgangen, wie Ihre Crew mich ansieht. Sie trauen mir nicht. Aber ich bin nicht wie Benesia. Ich tue, was ich kann, um Ihnen zu helfen, Saren aufzuhalten. Ich verspreche es. Machen Sie sich keine Sorgen, Liara. Ich vertraue Ihnen. Ich weiß, dass Sie mich nicht enttäuschen werden. Es bedeutet mir viel, das von Ihnen zu hören, Commander. Danke. Wissen Sie, warum sich Benesia mit Saren zusammengetan hat? Das verstehe ich nicht. Sie war immer der Ansicht, die Asari müssten sich mehr an galaktischen Ereignissen beteiligen. Vielleicht dachte sie, wenn sie sich mit Saren verbündet, wäre das letzten Endes zum Wohle aller. Zumindest hoffe ich das. Das schmerzt Sie sehr, nicht wahr? Das alles ergibt für mich keinen Sinn. Ich habe seit vielen Jahren nicht mit Benesia gesprochen, aber ich kenne sie. Und das passt nicht zu ihr. Etwas hat sich geändert. Ich würde gern mehr über die Asari wissen. Wir waren die erste Spezies, die die Zitadelle entdeckte. Wir haben bei der Gründung des Rates eine entscheidende Rolle gespielt. Und wir sind immer bestrebt, bei galaktischen Disputen für eine friedliche Kooperation einzutreten. Viele Leute glauben, dass wir Teil einer einzigen galaktischen Gemeinschaft sind. Jede Spezies trägt etwas zum Wohle aller bei. Aber obwohl wir uns bemühen, die anderen Spezies zu verstehen, geben sich nur wenige Mühe, uns Verständnis entgegenzubringen. Die Galaxis ist voller Gerüchte und falscher Informationen über mein Volk. Zum Beispiel? Die meisten Irrtümer haben mit unseren Paarungsritualen zu tun. Meine Spezies ist monogeschlechtlich. Die Begriffe männlich und weiblich haben für uns keine wirkliche Bedeutung. Wir benötigen dennoch einen Partner, um uns fortzupflanzen. Dieser kann jedoch jeder Spezies und jeden Geschlechts angehören. Das ist echt cool. Das würden jetzt... wir wollen nicht politisch werden. Aber ich frage mal genauer nach. Das verstehe ich nicht. Ihre Spezies kann sich mit jedem paaren? Paaren ist nicht das richtige Wort dafür. Zumindest nicht in dem Sinn, in dem Sie es meinen. Der physische Kontakt kann zwar vorhanden sein, er ist aber kein essentielles Element der Vereinigung. Die wahre Verbindung besteht auf mentaler Ebene. Unsere Physiologie erlaubt es uns, mit anderen Wesen zu verschmelzen. Wir können sie tief in ihrem Geist berühren. Wir erkunden das genetische Gedächtnis ihrer Spezies. Wir teilen die grundlegendsten Elemente ihrer individuellen und Abstammungsidentität. Dann geben wir diese Eigenschaften an unsere Töchter weiter. So können wir als Spezies lernen und wachsen und ein größeres Verständnis für andere Völker entwickeln. Mann, das ist krass, ne? Und bei uns Säugetieren, wir treiben es wie die Tiere. Das ist schon krass, ne? Was geschieht nach der Vereinigung mit Ihrem Partner? Jede Beziehung ist anders. Einige Vereinigungen sind einmalig und beide Elternteile gehen danach ihres Weges. Andere können länger andauern. Manchmal bleiben eine Asari und ihr Partner mehrere Jahrzehnte zusammen. Wissen Sie, wen Matriarchin Benesia als ihren Partner auserkor? Sie hat selten von ihrem Partner gesprochen. Aber ich weiß, dass mein Vater, wenn Sie denn diesen Begriff verwenden wollen,
eine andere Asari war. Na, die Frage ist jetzt blöd, weil sie hat ja gesagt, dass es mit jeglicher Spezies funktioniert. Also wird es auch mit Asari klappen. Benesia hat Ihnen nie den Namen Ihres Partners verraten? Die Vereinigung mit unseresgleichen ist nicht mehr üblich. Zumindest nicht zum Zweck der Fortpflanzung. Die meisten Asari glauben, dass wir unsere Spezies dadurch schwächen. Asari-Töchter erben die Eigenschaften der väterlichen Spezies. Sind beide Elternteile Asari, dann haben wir dadurch keinen Vorteil. Zumindest ist das die allgemeine Ansicht. Ich bin das, was man auch eine Reinblütige nennt. Auch wenn es keine Asari wagen würde, mir das direkt ins Gesicht zu sagen. Das ist bei meinem Volk eine schwerwiegende Beleidigung. Es könnte sein, dass sich Benesias Partner ob ihrer Vereinigung schämte. Vielleicht war es ihr peinlich, mich offen als ihre Nachfahrin anzuerkennen. Also bei den Asari sind Reinblüter, Reinblütige, was Schlechtes. Das ist natürlich vollkommen krass und ist spannend, sowas, aber genau andersrum, als es bei uns in der Geschichte halt früher war. Ich finde das extrem spannend. Also man muss schon sagen, die Leute bei BioWare, die sich da die Gedanken gemacht haben über das Spiel und diese ganze Geschichte und um sowas auch noch reinzuschreiben, das ist schon sauspannend, also Respekt. Vielleicht wollte sie sie kennenlernen, konnte es aber nicht. Möglicherweise ist ihr etwas zugestoßen oder sie kam ums Leben. Das könnte sein. Hoffentlich haben sie recht, aber ich werde es wohl nie erfahren. Oh. Benesia hat nie von ihrem Partner gesprochen. Was auch immer geschehen ist, so war es für sie viel zu schmerzhaft, darüber zu sprechen. Sie hat mich allein aufgezogen, aber das ist nicht ungewöhnlich. Viele Asari ziehen ihre Kinder allein groß, insbesondere dann, wenn die Spezies des Vaters kurzlebig ist. Häufig stirbt der Partner schon, bevor das Kind erwachsen ist. Asari können 1000 Jahre leben. Was passiert, wenn ihr Partner stirbt? Nur wenige intelligente Wesen leben so lange wie mein Volk. Wir haben gelernt, unsere Vereinigungen auf eine eher philosophische Weise zu betrachten. Wir konzentrieren uns nicht auf den unausweichlichen Verlust. Wir genießen stattdessen lieber die Zeit, die uns bleibt. Eigentlich und super. Selbst wenn ein Partner verblichen ist, lebt ein Teil von ihm in uns weiter. Die Einheit ist eine Verbindung, die Zeit und Raum übersteigt. Dieser kleine Satz, einfach die Zeit zu genießen, die uns bleibt, das ist eigentlich sowas Wichtiges, sowas Essentielles. Also ich will jetzt nicht philosophisch werden oder so, aber das müsste man sich immer wieder sagen in manchen Situationen, wenn manche Sachen ihn einfach nur noch anbrechen, ankotzen. Und einfach zu sagen, einfach die Zeit genießen, die wir haben. Ist so. Okay, jetzt bevor wir in die Philosophie abdriften, wo das halt ein super spannendes Thema ist und ich auch Liara mit als eine der interessantesten Figuren im Mass Effect-Universum sehe, verabschieden wir uns jetzt hier erstmal. Ich muss jetzt gehen.